eine neue Folge Odyssey. Ja, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Und diese Goldklumpen oder den ersten Goldklumpen, den habe ich schon mal gehackt. Hier war noch ein Erzstückchen zu finden hier. Und ich befinde mich hier in einem Dilemma. Und zwar gibt es noch mehr solche Knochenkrieger oder Dämonen, die ich erstmal... Ja, die müsste ich auch irgendwie strategisch abnippeln lassen können oder durch mich oder egal, ach, was soll's. Aber was mir nämlich aufgefallen ist, ich gehe mal hier auf mein Charakterprofil, Stärke 138, Mensch, das musste ich jetzt erstmal feststellen, dass ich jetzt hier meine Katana anlegen kann. Superklasse. Ja, Van Damme, alles klar. Und jetzt müssen wir uns mal gucken, wie wir das hier mit diesen anderen Gestalten hinkriegen. Okay, Batsch. Gucken. Da oben sind nicht noch Skelettschützen. Aber ich versuche mal erstmal hier diesen anderen Crawler zu locken. Ist das übel? Komm! Ja, genau, richtig. Nur nicht zu viel anlocken. Frohlocket, frohlocket. Ein Warrior ist das sogar. Oh, schön. Perfektor. Jetzt müssen wir mal gucken. Da oben stehen welche, da hinten ist einer. Wo gehe ich rum? Ach, den werde ich mal kurz anlocken. Komm. Bevor da hinten der Skelettschütze da aktiv wird. Okay. Okay, das hat geklappt. So, hier will ich noch nicht weiter rein. Dann gehen wir mal hier rum. Und, gucken, was hier auf uns wartet. Da ist einer. Okay. Komm. Okay, auch das hat geklappt. Ah, hier müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen. Speichern. So, also wenn ich da rechts hochgehe, dann knall ich vor die Wand, wo sie da oben stehen. Und dann versuche ich mal hier etwas weiter vorzugehen. Oh, ich habe was gehört. Da hinten steht so ein Heinz. Okay, aber irgendwer hat noch seine blöde Waffe gezogen. Aha. Wer war das? Da sind sehr viele. Super klasse. Das hat wohl nicht so ganz geklappt. Ach, du liebes Bisschen, jetzt sind natürlich alle alarmiert. Was sollen ditte jetzt? Shit. Gucken. Untote vernichten. Hau ab. Hat das denn geklappt? Das werden wir gleich sehen. Nein. Ich fasse es nicht. Oh, shit. Was ist denn das? Ach, ein Krieger. Wieso? Das ist doch auch ein Krieger. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist ein Knochenkrieger. Den habe ich doch mit Untote vernichten hingekriegt. Ah, jetzt habe ich den an der Backe hängen. Shit. Manometer. Schnell was Mana-mäßiges trinken. Oh, okay. Okay. Jetzt geht's. Das verstehe ich nicht. Ist auch wieder so ein Zufall. Der Spruch Untote vernichten mal so und so viel wirkt. Da ist er wieder, der Knochenkrieger. Da kann ich in der Zeit mal ein rotes Getränk zu mir nehmen. Und speichern. Weiter gucken. Wenn der natürlich herausgelöst ist von den anderen Peoples, ließe sich das ja taktisch ja besser machen. Aber ich kann echt nur hoffen, dass ich mit meinen paar Sprüchen noch was hinkriege. Wo ist denn der jetzt wieder abgeblieben? Oh, Mann. Hier? Steht er da? Nein, das ist diese komische neue Fackel. Die hier. Eine Erzfackel, oder was ist das? Aha. Ja.
Gucken. Ja, okay. Es könnte einer sein. Wo? Mann. Der Schütze da hinten steht wie noch einer, ist aber nicht aktiviert. Gucken wir mal ums Eck. Ja, aha. Ja, die wollen irgendwie durch die Wand zu mir. Ja, dann werde ich mich kurz zeigen. Guck, guck. Und dann. Juhu, das war jetzt nicht gewollt. Kommt dann noch so ein Minecrawler an. Shit. So, und jetzt kommt es drauf an. Ja, das hat geklappt. So, jetzt machen wir einen auf Van Damme. Okay. So, wo ist sein Schwert hier? Oder seine Waffe? Ah, die hat Dämonenaxt. Die ist hier unten. Okay, speichern. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, habe ich noch irgendwie ein Süppchen hier? Ja, da. Eine kräftige Kochschinkensuppe. Gluck, gluck. Ah, lecker. Das Maggi-Kochstudio ist ja auch wieder vertreten. Oh ja, Untote vernichten. Sollte ich mich mal eventuell wieder aufladen? Mach ich mal. Und weiter geht's. So, einen guten Spruch haben wir ja hier. Wie viel habe ich eigentlich noch von den Teilen? Nicht viel. Ich glaube, das ist der letzte. Ansonsten muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Außerdem mag ich das nicht, wie immer die ganze Zeit gesagt wird: Da ist er. So was Eiteles, so was Selbstverliebtes. Oh, Skelettschütze wieder. Gut, dass er mich nicht getroffen hat. Ah, okay. Mal gucken, wer ist denn jetzt alle. Oh, da fällt was runter. Ah, der ist der. Da muss ich den wohl ziemlich gut treffen. Den Knochenkrieger. Und zwar, wenn er richtig in der Nähe ist. Dann versuche ich es nochmal. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt bin ich wieder lahm. Oh nee, ne? Wieso bleibt er denn? Wieso ist er denn wieder weggesprungen? Oder ich habe ihn gleich von Anfang an gekriegt. Oder war das noch einer von den Alten? Mann! Okay, Untote vernichten. Springen. Nicht springen, sondern trinken. So. Mal gucken, ob das hier wirklich strategisch so gut ist. Okay, die beiden sind in Ruhe gelassen. So, ich will wissen, ob da noch so ein blöder. Okay. Okay. Der ist weg, oder? Okay, da sind noch ein paar Zomboten. Zombioten? Zombioten. Oh. Das ist mal ein bisschen Pfeilfutter. Wow. Speichern. Glaube, wenn das nur Zombies sind, dann werde ich wohl da ein leichtes Spiel haben, wenn die nicht noch vorher von diesen Skelett-Heinis geschützt werden, die auch ganz gut austeilen können. Okay, erstmal ein bisschen Abstand kriegen. Oh, ich bin aber wieder. Ah, noch ein Skelett. Ah, das wird riskant. Ist der gut oder ist der gut? Ich meine jetzt nicht Roland, sondern das Skelett. Oh. Wow, okay. Essen, trinken, saufen, raufen, speichern. Und weiter geht's. Spannend. Schade, dass keine dramatische Musik hier dabei ist. So, da.
Da kommt schon so ein, ne? So ein lustiger Heinz entgegen. Mal gucken, wie gut der ist. Ich mache immer diese Rechts-Links-Kombo. So. Okay. Noch mehr. Da ist noch ein Zombie. Gucken wir mal uns hier um. Okay. Ah, Erz. Verschlossenen Kisten mit den Erzen. W Guck mal, wer schwimmt denn da? Die Skelette können schwimmen. Alter. Ist jetzt hier kein Crit an. Nochmal. Ah, jetzt hat Le. Skelettpfeil. Zwei Hände. Nicht zu Ja, holen. klar, da kann man noch nichts holen. So, deswegen, ich guck mal eben, wie viele Kisten Erz ich habe. Die sind ja auffällig von der. Ja, 8 Stück. Super. Demnach fehlen mir nur noch 2 Kisten. Jipp. Oh, der ist aber schlank, der Zombie. Na klar, nichts zu essen gehabt. Ach, du liebes Lieschen. Au! Das tut weh! Okay, die Zombies sind hier Alarm. Das heißt, da kann ich eigentlich rennen, wenn ich die Katana habe? Nee. Aber ich kann rennen, wenn ich. Moment, das muss ich mal selber nochmal selber ausprobieren. Das ist ja auch interessant. Also, wenn ich dich hier anwähle und ich ziehe dich. Nee, kann ich auch nicht rennen. Okay, das wollte ich nur mal eben kurz geklärt haben. So. So, dann gucken wir mal, ob wir dem Skelettschützen mal eben. Ja, da braucht man ein bisschen. So, da kommen die an. Warum holst du denn so dumm aus? Okay, jetzt kommt der nächste dran. Oh, das war knapp. Oh, ich darf nicht oberhalb stehen. Okay, den haben wir auch. Noch ein Bogen, den ich gefunden habe. Im Turm kann ich auch noch nicht. Essenz der Heilung. Na also, da ist es doch. Skelett erschaffen. Skelett erschaffen. Habe ich beim Skelett gefunden. Was ist da unten? Okay, dann erstmal. Ja. Oh, lecker. Ja. Oha. Ich weiß nicht, was da unten alles ist, aber es sieht nicht gut aus. Vielleicht können wir uns hier eine Übersicht verschaffen und vielleicht gibt es hier noch ein paar Kisten mit Erz. Aha. Uah. Minecrawler. Wacholder. Und da unten stehen sie schon Spalier. Da am Gewässer. Tja, was ist jetzt statistisch besser? Nicht statistisch, sondern strategisch. Runterhüpfen? Okay, da wird wahrscheinlich. Okay, ich riskiere es mal. Okay. Das hat geklappt. Speichern wir mal ab. Jetzt gucken wir, was uns sonst noch hier so erwartet. Ach ja, hier ist das Gewässer. Oh, irgendwas von oben. Oh. Da ist was. Gucken wir mal. Besessener Minecrawler. Okay, das sind 2 Stück. Aber 2 normale. So. Ist das hier nichts Giftiges? Nee, ist nicht giftig. Das sieht nach blauem Wasser aus. Super. Oh, schwimmen können sie aber nicht gut. Na. Oh, da hinten ist. Da hinten ist ein Gitter. Es wird immer interessanter hier. Okay, dann lasse ich den erstmal hier ans Ufer kommen. Okay. So, wo ist der zweite? Zweites weg. Oh, hier werde ich ausgebremst. Das ist übelst. Ja.
Alter, was ist das hier für ein Place? Oh, yeah. Ist hier noch jemand? Hallo? Außer Dunkelpilz und Buddlerfleische. Und da unten sieht es gefährlich aus. Also wie auch schon hier finde ich das wirklich gut kreiert. Spitzhacke, Licht, Kohle, ja, braucht man immer mal ein bisschen, aber nicht in schwarzer Form. Essenz der Heilung, sieht man alles nicht so gut, hätte vielleicht eine Fackel anmachen müssen. Ah ja, ist zu weit entfernt. Und was haben wir hier noch? Ein Dunkelpilz, ein Butlerfleisch und so wie ich das sehe, ist das eine Truhe zum Aufknacken. Genau. Aha. Aha. Aha, okay. Die war ja eigentlich einfach die Kombo. Und, oh, was haben wir denn hier? Mesh-Schlussfehler, okay. Mal speichern. Gehen wir mal hier hin. Verschlossene Kiste mit Erz, Nummer 9, Nummer 10. Jetzt könnte ich sagen, so von wegen raus hier. Ich glaube, ich kann mich gar nicht heraus teleportieren. So ist es hier was gefährlich. Was, was? Ich soll jetzt nicht... Aha. Verstehe, hier kommt man auch ins Minental. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Ich dann auch hier rausgelockt werden würde. Ja, okay. Da triggert's mich. Wo willst du denn hin? Ich kann hier nichts machen. Er muss irgendwie einen Weg finden. Ich kann nicht... Ja, jetzt geht er. Ja, okay. Okay, dann wissen wir Bescheid. Da kommen wir noch nicht durch. Ist ja auch sinnig. Ja, und Jump. Das ist noch mein Crawler, wo der zweite abgeblieben ist. Wissen wir jetzt nicht. Dann geht's jetzt mal hier lang. Yeah. Der will wohl nicht, oder was, oder wie, oder wieder was. Jetzt kommt er. Okay, das ist auch nur ein Nahkämpfer. Okay. Skelett haben wir was, nur ein Knöchelchen. Ja, schauen wir mal weiter. Wo ist hier weiter? Bitte. Oh, da sind Bogenschützen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und zwar wie viele? Okay, komm. Oh, zweier. Ist natürlich jetzt sehr riskant, was ich hier mache, aber ich habe es noch geschafft. Okay, der andere. Oh, da oben ist das. Da oben sind ja noch die anderen Peoples. Alte Münzen, goldener Ring. Oh, ist ein Breitschwert und ein Wein. Mhm. Der ist bestimmt gut abgelagert. Eieiei. Erstmal was trinken tun. Vielleicht und vielleicht mal eine Abwechslung in Käse. Und ein bisschen Fleisch. Ausgewogene Ernährung ist zu dieser Zeit sehr wichtig. Okay, dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Denn es geht hier auch noch rechts rum und ich muss diese Goldklumpen natürlich alle erstmal im Off hacken. So, und da oben, was ist da oben? Soll ich mal eben kurz... This is not that what I want. Das ist nicht das, was ich wollte. Hallo? Ich wollte mal eben hier die Dunkelpilze und Butlerfleisch auflesen. So, wo ist er denn jetzt? Shit. Er ist zu weit weg. Und das Wasser behindert mich. Mal gucken, gehe ich mal wieder hier hoch und könnte das eventuell... Nee, das ist Quatsch. Wenn ich wieder hier hochgehe, dann komme ich nicht weiter. Ah, nee, da komme ich ja wieder in diesen Raum rein. Da muss ich es doch nochmal irgendwie so probieren. Nee, näher ran und dann hoch. Schade, hier hätte ich mir Musik gewünscht. Ja, hier konnte man irgendwie was gucken. Erstmal kurz orientieren.
gucke ich denn hier drauf? Ah ja, da unten ist er. Der ist im Wasser drin. Da habe ich natürlich keine Chance, denke ich mal. Nee. Okay. Nee. Hotzidori. Vielleicht. Nee. Ah, sorry, Leute. Ich muss erstmal hier. Aha. Genau, so geht's auch. Mal zwei Stufen. Zwar war das ja hier. Erstmal hier alles von allen Seiten betrachten, sonst wird's übel. Lass mal speichern. So. Da lacht noch was. Ah, wo kommt er denn jetzt plötzlich her? Um die Ecke. Oder was? Oder wie? Oder wieder was? Da ist er ja. Okay. Nein. Macht mich ganz kirre hier. Okay, jetzt ist er ein. Okay. Gab es da noch einen? Da gab es doch noch einen. Auf der anderen Seite. Der ist zwar da. Der ist bestimmt hier oben runtergefallen. Okay. Weiter gucken. Hier nochmal ein bisschen was auflesen. Nicht zu Nichts holen. zu holen. Okay. Ja, wie kriegen wir denn den zum Schwimmen? Große Frage. Muss man erstmal gucken. Ah, hier ist noch ein bisschen was zu holen. Goldklumpen, wie schon gesagt, wird im aufgemacht. So, bist du jetzt am. Ah! Er kommt geschwommen, richtig. Das bringt aber nichts, wenn ich. Okay, ja, okay. So. Nicht reinspringen! Oh, Leute, nee. Falsche Taste gedrückt. Ja, das gibt gewisse Stresssituationen hier. Ach, Da ich habe ist noch nicht zu holen. wieder was gehört. Soll ich mal gucken, wo noch hier was versteckt ist? Ist noch irgendwie einer hier ums Eck oder so? Ja, da ist noch einer. Aber das ist einer, der mit einem Säbelchen auf mich zukommen will. Ja, gut, bleib mal schön dahinter. Ja, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Golf geschürft und auch schwarzes Erz war. Und da kommt schon wieder ein Skelett hoch oder es versucht es wenigstens hier hochzukommen. Mal gucken, vielleicht versucht er nochmal. Los, komm. Yep. Nee, okay, dann wählen wir ihm. Er kriegt's nicht hin. Na, machen wir es mal so. Zack, 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 zack. Oh, der ist ja gut im Abwehrkampf. Tolle Nummer. Okay. Wow. Rostige zweihändige Skelette. So, jetzt sind wir wieder hier an dem Fluss. Ah, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gegessen und jetzt müssen wir mal gucken, wo denn hier sich noch was versteckt. Oben habe ich das Gefühl. Aber da waren wir, glaube ich, schon. Aha. Großer Lederbeutel. Supi. Ja, dann werde ich mal auf den großen Lederbeutel öffnen und die beiden Goldklumpen mal hacken. Dann sehen wir uns wieder. Ja, 100 Gold hatte ich in dem großen Lederbeutel und ich gucke nochmal und 271 Goldbrocken. Und hier ist ja noch die gefährliche Geschichte mit dem einen Skelett und dem anderen, na, wie heißt der denn nochmal? Stell dich doch nochmal neu vor hier. Und zwar, nicht Skelettschütte, sondern Knochenmagier. Wie machen wir denn das jetzt? Ich mache Folgendes. Erst mal abspeichern. Und dann. Ich habe jetzt die schwarzen Brocken gefunden, dieses schwarze Erz. Und zwar ist das ja vor den Tränken. Hier ist es.
Und zwar 27. Ich mache mir nämlich Folgendes. Erstmal entgegen hier. So, dann mache ich Untote vernichten. Gehe ganz an den Knochenmagier ran. Ich hoffe, dass der so ein bisschen was abbekommen hat, weil ich das ja schließlich. Nee, hat er nicht. Kacke. So, versuche ich mal eine andere Strategie. Ich werde erstmal meine Umgebung in Zeitlupe versetzen. Dann den Knochenmagier schwächen. Oh, jetzt bin ich in eine Sackgasse gekommen. Und überlegen. Irgendwann wird er schneller. Er ist noch nicht schneller. Aber er bleibt da hängen. Wie weit habe ich denn ihn schwächen können? Gar nicht. Warum? Warum? Menno, darüber habe ich doch keine Chance. Ja, hiermit schon gar nicht. Oh, ja, nee. Oh, nope. So, jetzt probiere ich mal eine andere Strategie aus. Ich habe nämlich mal die Angstspruchrolle in Vorbereitung. Werde erstmal meine Umgebung zeitlupenmäßig verlangsamen. Renne zu dem Knochenmagier. Und was passiert denn da? Lustig. Habt ihr das gesehen? Da ist der Stab der Schwarzmagier einfach mal so um die Gegend geflogen. Und er hat blöd geguckt. Das müsste ich mal im Schnitt in eine Zeitlupe bringen oder sowas. Also, das ist der Hammer, ist das. Ich speichere mal ab. Ach, was soll's? Weil es nochmal so schön war oder weil es so schön ist. Nicht so weit. Also. Okay, schwarze Dings gegessen, schwarzes Erz, den Knochenmagier. Und da seht ihr? Da fliegt das Ding da so rum. Und er guckt dann, wo bleibt denn meine Waffe hier? Okay, bis hierhin. Ja, dann machen sie mich natürlich kalt. Denn wenn die Waffe weg ist, kann ich die natürlich, wie ihr eben gesehen habt. Oh, jetzt habe ich mal eben. Ja, siehst du? Wie ihr eben gesehen habt, kann ich natürlich, wenn die Waffe nicht da ist, kann ich den ganz schnell kaputtballern. Also auf die Idee muss man mal kommen. Na gut, okay, ich hatte ja schon mal einem Schattenläufer Angst gemacht. So, da bin ich wieder auf dem alten Stand. Das eben gezeigt, weil das ja alles zu schnell ging. Hier wächst eine Heilpflanze. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ah, hier gibt es noch was. Kleiner Lederbeutel, auf jeden Fall sehr viel zu looten. Knochen eines Goblins, brauchen wir das? Bolzen, 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 Bolzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was eine Laborwasserflasche, auch gut. Okay, und die Truhen? Ach, da unten sind noch ein paar Peoples. Ah. Ja, es ist an der Zeit, dass ich diese Folge auch mal schließe. In der nächsten Folge geht's spannend weiter, hoffe ich doch. Vielleicht hat es euch Spaß gemacht. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage Tschüss.